Willkommen hier zurück bei DayZ, Bitches. Ja, wir sind wieder hier mit dem schönen Tom, der zauberhaften Annika. Hallo. Und dem hässlichen Chris. Hi. Natürlich dem beskillten Patty. Und falls ihr euch fragt, Mensch, Patty ist ja weiß und sieht ganz anders aus als vorher und hat hier uns die krassen Tools und... Ja, das liegt daran, dass DayZ richtig cool ist und ich mir einen neuen Char stellen musste. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Tschernogorsk. Genau, wir müssen nochmal einen kleinen Umweg machen. Den Gollum abzuholen. Gollum, was machst du gerade so? Wie geht's dir so? Mein Schatz. Siehst du, da ist er wieder. Da ist er. Der Kleine. Ja, Steffen ist heute nicht am Schlüssel. Ja, 20 Frames, Alter. Jo. Mike mit, die Frames sind hier gut. Den Server müssen wir uns merken. Ja, Steffen ist wieder mal nicht da, weil er eine Pfeife ist, wie gestern auch schon. Und vorgestern und davor die Tage und überhaupt. Da kann man halt nicht ändern. Manche Menschen sind halt so, manche sind halt so wie wir und haben halt nichts zu tun und spielen halt DayZ. So könnte ich nicht sein. Ich könnte so nicht sein. Was liegt denn da? Ein Toter? Ja. Im Ernst? Ach, Scheiße, jetzt geht's schon los hier. Ja, wir sind immer noch in der Elektron. Nee, der wird Selbstmord gemacht haben, der ist von so einem Fass runtergejumpt. Ah, okay, ja, stimmt. Hier runter, wenn man bei Elektro ist. Weil sie hier nicht spawnen wollen, vielleicht. Ja, wo wollte denn der dann spawnen? Berno. Ja, da kann man oder Ferentino oder so. Ich verstehe so einen Menschen nicht. Vielleicht hat er psychische Probleme gehabt. Wisst ihr ja nicht. Guck mal, ist Endzeitstimmung. Vielleicht hat er halt Frau und Kind verloren, wisst ihr? Ja, naja, aber das ist ja aber kein Grund. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ah, hat er geschossen? Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Von wo? Ich hab gerade hochgeguckt. Vom Hügel bestimmt irgendwo. Ja, definitiv. Ja. Ich, blute. Seid jetzt in dem Haus drin, ne? Ich bin an der Mauer. Ich bin an der Mauer. Da okay. Ist er, da rennt er. Wo denn? Oben? Ja, Moment. Ja, gleich wieder gut die Action los hier. Oh Mann. Ist seht ihr, wo ich hingucke? Ja. Der Mauer. Aus der Richtung. Okay. Oh Mann, ey, so eine Scheiße. Ey, nicht mal eine Minute drin, das gibt es doch nicht. Wollt ihr so... Oh nein, fuck! Du bist zu weit. Ich bin erschossen. Ich bin ohnmächtig. Ich bin nein! Na, von wo schießt? Da ist er, der am anderen Ende. Auf der Straße, da wo die Leiche liegt. Wir sind beide ohnmächtig. Der ist jetzt hinterm Silo. Ich bin nicht bewusst, ich lebe. Ich noch nicht. Am Silo. Ich sehe ihn. Ich blute nicht, ich sehe ihn. Ich hab ihn gerade gesehen. Ich blute. Ich muss mich verbinden. Ja, ja verbinde dich. Ich muss mich dafür jetzt nicht hinstellen. Ich sehe ihn. Kümmert euch erstmal um den ich da. Ich sehe ihn. Vielleicht fange ich ja auf. Irgendwann. Ich bin tot. Aber ich glaube, ich hab ihn getroffen. Scheiße. Alter, ich bin... Mann! Was denn los, Patty, ey? Ich hab wieder einen auf mir geworfen. Ich komm ins Game wieder, Alter. Ruhe kurz, Ruhe. Kann sein, dass ich ihn getroffen habe. Tot. Nicht. Wer ist tot, du? Ja, hab ihn. Nicht, dass ich hier verblute. Ihr seid jetzt beide tot oder ist jemand? Nee, ich bin ohnmächtig. Ich lieg da irgendwo. Ich war ganz kurz bei dem Häuschen. Ruhe. So, Annika, ich werde dich jetzt erstmal verbinden. Ja, danke. Ich hasse mein Leben. Annika ist mit dem blauen Rucksack, ne? Ja. Ich verbinde dich. Oh, ich bin wieder da. All klar, danke. Ich komm da jetzt hin, ich bin nicht so weit weg. Okay. Oh, ich hasse alle, die DayZ spielen und alle, die schießen müssen. Oh Gott, ist ja alle... Warte mal. Sagt der Richtige. Ich schieße nicht einfach so. Alter, der hat auf jeden Fall... Ich blute immer noch? Long Range Scope. Ist meins, wenn es noch plus 10 ist. Nee, ist damaged. Aber nicht Belly. Achso, super, jetzt verbinde ich mich nochmal. Aber ich muss nur kurz feststellen, ich habe überlebt. Sorry. Aber habe ich den jetzt angeschossen? Das wirst du nicht, wa? Nee, war nicht versichtlich. Scheiße. Gut. Bin mir sicher, dass ich Annika, blutest du wieder? Weil hier steht gerade
das Paradoxon hat sich bewegt und... es ist wieder okay. Ich hab irgendwie, war da gerade komisch. Ich hab mich dann selber noch verbunden und dann auf einmal hat er angezeigt, ist halt eigentlich okay. Okay, bei Patty ist alles damaged. Und muss erstmal, bei mir ist dezent grau. Alles damaged. Ey, Gott sei Dank habe ich diese scheiß Pistole, Alter. Hast du mit der Pistole geholt, ja? Der Penner hat mein Black Tactical Shirt ruiniert und mein Protector Case. Alter, jetzt ist vorbei. Oh Gott, jetzt ist vorbei. Das Protector Case. Jo, der könnte ja also, irgendwo wieder sein. Ich bin also wirklich bald da. Ich trinke nur schnell, warte, dann können wir erstmal weiter. Wie, ihr seid... Ihr müsst auf mein Zeug aufpassen. Das ist alles ruiniert, oder? Das ist mir egal, ich zieh trotzdem an. Okay. Ich hab da ein Sewing Kit bei. Oh. Alter Schwede, ich hasse Elektro wie die Pest. Und das alles für Krischi, Junge. Aber warum ist das 10 Sekunden auf dem Server? Immer gleich am Anfang, Alter. Oh. So, ich muss mal kurz nachladen. Oh nein, mein Cowboy-Hut ist kaputt. Oh. Nein! Ist aber nur der Cowboy-Hut. Na gut. Alter, das ist aber ein guter Schütze gewesen. Gewesen, ja. Na, hab ich gesagt. Na, hab ich ja gesagt. Ja. Halt gut. Wir waren dabei. Oh Mann, ey. Unglaublich, was hier schon wieder abgeht. Bei Daisy. Ja, Spielspaß, Spannung, Intrigen, Liebe, Verrat und Party. Hey guys! Hey guys! Herz ab. Jawohl, mit Mucke kommt er an, Alter. Wo denn, wo sie ist? Hey, buddy! Hey! Annika, Annika, Rückendeckung. Ja. Ami Shobo, erstmal, sprichst du Deutsch? Ja, ich sprech Deutsch, ja. Okay, dann musst du in die andere Richtung, du musst in die Richtung, in die ich gerade gucke, also in die ich gerade ziele. Okay. Ungefähr... Ja, alles klar, das sind ungefähr 5 bis 7 Minuten, wenn du durchsprintest. Falls du ein bisschen Equipment brauchst, da liegt noch eine Leiche. Ist aber ziemlich viel wound, aber zumindest ist ein Rucksack dabei. Was, warum sind denn da Leichen? Weil der Typ uns hier vorne, mit, also die Madame mit dem blauen T-Shirt angegriffen hat und die andere Leiche, wo die Waffe, also mit dem Rucksack, ist unser Kumpel. Eine Schlampe. Könnte man so sagen, ja, es ist eine Schlampe, Petty stirbt einfach immer. Der immer stirbt. Können wir groß und Filmplakat machen, seit 40 Parts am Sterben. Ja, seit, also, aber verdächtig oft jetzt. Ja. Da ist mein Steffen, der dabei ist. Patty, warte mal kurz. Gut, na dann auf jeden Fall viel Erfolg, wir machen auch weiter, ne? Mach's gut. Ja, vielen Dank, dankeschön. Ich hätte schon ewig nichts mehr. Naja, wenn jetzt. Na, pass hier bloß auf, in Elektro geht die Party ab. Ja, ich sterbe oft immer ziemlich schnell, keine Ahnung. Ich will immer mit denen reden und dann, die schießen mich dann einfach ab. Ja, ist hart, aber ich, falls es dir hilft, ich bin seit 40 Stunden am Leben. War ein Spaß, hau rein! War ein Spaß, hau rein! Ich will am Leben bleiben. Tschüss! So, Patty, wo bist du? Na, ich bin hier, diese Häuser, die da im Wald stehen an der Straße, ne? Da gibt's doch so viele. Da gibt's doch so 4 Häuser, die stehen da so und da bin ich jetzt vorbei. Also ich bin jetzt bald, ja, das wird jetzt halt, ist jetzt halt mal so, ihr müsst jetzt halt mal warten. Warum hatte der denn keine Hose an? Ist wirklich nicht, da hinten kommt einer. Ah ne, ist ja der Typ. Annika, pass auf, lass uns mal, wie sieht denn deine Farbe aus? Grau. Also so halbgrau, nicht ganz grau. Pass auf, dann lass uns mal irgendwie vielleicht... Ja. Also ich brauche aber zu trinken. Irgendwie essen und trinken, dass man ein bisschen Farbe bekommt. Ja. Ich kann dir auch einen Salinenbeck dann rinknallen. Aber das kann ich dir auch. Gut, das würde ich gerne irgendwo machen, wo nicht so unsafe ist. Mhm. Wollen wir in das Haus rennen, wo wir uns letztens verschanzt haben? Jo. Nehmen wir das doch. Ich habe auch noch 2 Sardinen-Dinger, also in der Not, ich gebe dir auch Watte ab. Wenn nee, essen ist safe. Okay, aber trinken ist ein bisschen knapp. Ich muss sagen, ich bin fast schon wieder am bereuen, dass ich mein ganzes Equipment weggeworfen habe. Ich wollte ja unbedingt diesen Rucksack haben. Aber gut.
Wer weiß, ob ich die Schießerei überlebt hätte, wenn ich den großen Rucksack gehabt hätte. Hm. Kommen wir jetzt in das Dorf vor Elektro. Wo bist du denn gespawnt, Patty? Na, ganz weiter, noch weiter. Ich bin nicht bei also, dir, ich bin also auf der anderen Seite. In der anderen Richtung, bei diesem ja. Dorf da, ja. Okay. Ja. Soll ich dir Salim weggeben, Tom? Ja, guck mir mal was drin. Jo, mach ich. Ein Glück kann man hier durchsprinten in diesem Scheißspiel, Alter. Und nicht wie bei Altes Life, dass du da immer abkackst, ey. Na? In welcher Richtung wollt ihr eigentlich aus Sterne raus? Da, wo ich jetzt herkomme, oder? Aus Elektromanik? Nee, wir wollen nicht wieder zu dir, wir wollen nach Osten raus. Scheiße, also muss ich immer durch Elektro, sagst du. Ja, aber wir versuchen nicht abzuholen. So du kannst ja am Strand unten lang gehen. Ja, mach ich schon. Jetzt ich bin jetzt in Kamoshovo. Aber wir kommen hier lebend raus. Torben verliert die Verbindung. Der Torben. So, hat er was gebracht? Ne, you have successfully. Doch, man merkt's. Supi, danke schön. Energized, hydrated, dann könnt ihr jetzt mal bald Healing kommen, bitte. Ich esse mal der hat sogar meine Weste kaputt geschossen. Ich esse doch nix. Und meine F. Oh, meine ich kann hier nicht essen, weil die ruiniert sind, so ein Scheiß, ey. Wenn bei dir jetzt immer noch alle ganz wäre, dann würde ich ganz ehrlich glauben, dass du so ein Fortune-Skill hast, wirst du? Wie bei Metal Gear. Naja, die Kugeln einfach so. Na, dafür, ohne Mist, dafür sind Protector Cases geil, weil die Protector Cases sind dann zwar ruiniert, aber das, was drin ist, halt nicht. Mhm. Das ist halt nice gewesen. Aber meine Pistole ist jetzt auch ruined. Fuck. Gut. Dann würde ich sagen, Patty? Yo. Datos. Komm, ich schau wo raus. Okay. Alter. Ist doch nicht weit. Ja, wir haben jetzt genau das Problem, wir sind jetzt genau zwischen Patty und Krischi. Ich sehe schon den Kran. Ja, Patty muss ja theoretisch nicht nach Elektro. Ja, das da stimmt. Kann er eigentlich Sicherheit erobern. Ich glaube, da kommt der Typ, den ihr, Und der ist ein Schwarzer. Der müsste deinen Rucksack aufhaben und so. Das kannst du mal sagen, das ist dein Equipment. Der hat mein Equipment? Nee. Ja, doch, hat er. Das ist dein Equipment. Warum hat er mein Equipment? Weil er dich equipped, weil er dich gelootet hat. Seid ihr bescheuert? Na, das hätte man machen sollen. Ey, Junge. Du hast gerade meine Kumpels getroffen, ne? Warum hast du mein Zeug... Warum hast du mein Zeug an, Alter? Oh, schön. Das ist meine Knarre. Der arme Kerl. Der arme, ey. Ja, sehr schick. Hab ich schick gemacht, ne? Gönn ihm doch den Spaß. Ich geb dir eine A+, Junge, Alter, weil jetzt sieht echt Hammer aus. Scheiße, geil. Modisch korrekt. Ey, Hammer, ey, okay. Ey, warum hat denn der mein Zeug am Umsetten hier so? War? Aber das ist wirklich so herrlich, so man trifft so einen Teil von Team Rafik nicht. Dann mal kurz ruhig. Hey, ja, das ist cool. Was sagst du? Ja, gib her. Ey, der hat wirklich mein Zeug 1:1 geklaut, Leute. Ja, wissen wir. Ja, warum? Wir standen dabei. Na, weil er das brauchte. Jo, danke. So, Annika, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt Krischi weiter entgegenrennen, oder? Wenn wir Chris entgegenrennen, könnten wir an dem Brunnen bei der Kirche vorbei. Der ist in Stern. Ach, nee, stimmt, der ist in Elektro, ja. Mhm. Oh Mann, na dann los. Mhm. Moment, ich will noch die Waffe ziehen. Wäre sinnvoll. Ey, ich hasse euch. Ach, Mensch, Betty, du kriegst so schnell dein Equipment wieder zusammen. Nein, ich bin jetzt wirklich böse, ohne Scheiß. Ich hab euch gesagt, ich komme hin und will mein Zeug wieder haben. Ja, aber wir hätten jetzt sowieso nicht die ganze Zeit an der Leiche gestanden und gewartet. Ja, das habe ich aber, hab ich für dich auch schon gemacht. Ja, aber mittlerweile geht das sowieso nicht mehr, weil nach 5 Minuten verschwindet die Leiche. Ich find's scheiße. Wir hätten sie nicht retten können. Ganz ehrlich, nö. Nö. Das war's mit Rafik nicht, Leute. Tja, Leute, so ist es nun mal hier, Ja, ich sag's ja, Liebe, Verrat und... So schnell verraten ihn, Freunde. Ihr habt ihn am Mucke an. Schon wieder verraten worden. Ja, dieser ist der Part, wo er nicht wusste, dass es ihn gibt. Und hallo. Dass er nicht dabei war. Wo er nicht wusste, dass es ihn gibt. Hallo. Hallo. Immer so Hammer, ey. Sag mal, der Typ mit dem roten Helm. Hä?
Wer mit der Mucke ankommt, ne? Ja. Wer ist denn Ditte? Keine Ahnung. Ja, du hast nicht von erzählt, er ist ja mit dem Mucke angekommen? Ja, ja, aber ich weiß nicht, wer das ist. Aber war nicht der Typ, der mein Zeug genommen hat? Nee. Hast du euch. Kann der es einfach auf den Trip lassen machen? Annika, du bist... Ah ja, okay. Ich bin hinter dir. Kasse euch so derbe, ohne Scheiß, ey, ohne Mist. Ach, das machen wir wieder, gut, Paddy. Nee, das hab ich vergessen. Mit euch spielt Kinder sie mehr. Ich mach jetzt mal einen YouTube-Channel. Leute, wenn ihr mir folgen wollt, deabonniert Rafik nicht LP, bitte. Folgen wollt. Ich mach Patty LP, könnt ihr bald nächste Woche aus der Kamera online. Altes Live. Ich nehm vielleicht auch Steffen mit, mal gucken, der hat eh keinen Bock mehr. Und ja, dann machen wir was Eigenes. Annika macht dann Beauty-Channel auf. War? Nee, Annika macht auch mir mit, also die hat ja schon, ne? Knick-Knack und so. Achso, ja. Ich konnte nicht widerstehen. Ihr könnt euren Scheiß schön alleine machen. Ey, komm, Alter, ich lobe hier nur, ich hab ja nichts gemacht. Du sitzt neben dem. Ja, nächstes Mal knall ich ihn ab. Aber RL. Ja, klar, RL. Kopf auf der Tischkante, Alter. So, also ich bin jetzt Cherno hier bei den Krähen. Immer noch Elektro, meine ich. Ah, okay. Immer weiter, immer weiter. Wir sind jetzt ungefähr 300, 400 Meter weg von dir. Total gnädig, dass der Typ mir meine Machete wiedergegeben hat. Die oh, da kauft ist. Einer mit einem roten Rucksack. Okay. Be careful. Aber wo waren jetzt mal quatschen? Umschalten. Also. Quatschen ist Rechtsklick und ja, dann abschießen. Ja, ja, das ist dein Quatschen. Ja. Hat der eine Knarre? Ja, die hat da kommt uns einer gegen. Hey, Buddy! Hey, Guy! Hallo. Hey, ho. Verstehst du uns? Verstehst du uns? Ja. Kannst du die Hände runternehmen? Irgendwelche Action los in Elektro oder? In der Mitte knallt dauernd. Okay. Und auf der Straße laufen lauter. Beine gebrochen? Alles klar. Gut, danke für die Info. Dankeschön. Pass auf dich auf. Scheiße. Danke auch. Danke. Hab leider nichts dabei. Verbrochen. Brauchst du. Kopfschuss, ja? Nee, was brauchst du? Alter, wer schießt auf mich? Na wie. Alles Hallo! Klar. So begrüßt man Leute oder was? Nicht schießen! Na sag mal! Ich hab da ja nichts! Hallo? Blute, hat ihn da vielleicht eine Bandage? Hört da mal auf zu schießen! Ach, ich finde das immer so schön, wenn die Leute sagen, bitte Kopfschuss! Ich will schon nicht in die Stadt drin gehen. Na sag mal, ich bin bewusstlos. Alter, ohne Scheiß! Da stehen vier Leute vorne, wo wir da eingeloggt sind. Mhm. Und davor stehen vier Leute und haben ihn gefesselt und haben auf mich geschossen. Was, gefesselt? Ja. Alter, wenn wir so weit mal sehen, Alter, dann retten wir den. Ja. Dann geht da hin und rettet den. Nee, vorher jetzt bin ich wieder tot. Ganz ehrlich, der letzte Scheiß. Elektro ist einfach nur der letzte Scheiß. Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Also, Patty startet jetzt irgendwo in Cherno wieder. Wir kommen einfach nicht dazu, unsere Runde zu laufen. Wir sind für immer hier in Elektro, hier Band. Läufst du an der Küste lang, Chris? Ja, ah, das ist so. Bei den vier Silos. Ah, okay. Denigen gleich. Zambi! Na komm her, ich bin der Maus. Hätte einfach ihn mit der Machete noch angreifen müssen. Aber nee, ich bin ja mal gut, ihr wollt mal reden. Das haben wir davon, Leute. Und wenn jetzt irgendjemand diesen Part sieht, dann könnt ihr ruhig mal runterschreiben, dass das alle genauso machen und ich im Recht war, als ich den Typen vom Dach abgeknallt habe. So. So, jetzt nicht erschrecken, Krischi, wir erscheinen gleich unten links bei der Groß da, wir sehen dich. Ja. Ja, alles. Nö. Einfach geradeaus, wir stehen da an der Hausecke. Genau, geradezu jetzt. Ja. Weird. Ey, jetzt bin ich schon wieder hier. Ach, hör auf. Ah, jetzt. So, gut, Krischi haben wir eingesagt. Du bist jetzt schon wieder in Kamischowo oder was? Ach nee, ich bin wieder Masche Welt. In Olten, ach, weiß ich, wo ich bin. Vor Kamischowo wieder. Okay, dann ganz kurz das Update. Ich würde sagen, Annika, hast du jetzt noch irgendwas zu trinken? Ich habe noch eine Cola und so eine Kantine volle. Okay, gut, das reicht auf jeden Fall, um aus Elektro rauszukommen bis nach Kamischowo. Mhm. Alter, dein Char sieht ja aus wie dein Real Life. Char. Also. Wer jetzt? Na, Annika. Gut. Ein bisschen ran. Ist das eine Olle? Ja. Ja.
So, dann würde ich sagen, selben Weg wieder zurück raus aus der Stadt. Ich würde den Brunnen jetzt, glaube ich, in Elektro echt meiden wollen und dann sammeln wir Patty ein, dann können wir endlich anfangen. Ja, sammelt mich mal ein. Okay. Wie mein Real-Life-Schar. Ich habe echt keinen Bock mehr. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Part mal sehen, ob es denn den Channel überhaupt nahiert oder nicht. Cliffhanger. Da habe ich's drauf, mein Freund, da kannst du wissen. Ja, bis dann, ciao. Ciao. Dausen. Tonight, the creatures came.